dass es jetzt eine Einigung auf diese neue Mission gibt, hat mit zwei Zugeständnissen in Richtung Österreich und Ungarn zu tun. Das erste Zugeständnis ist, dass sich die neue Mission ganz streng auf das östliche Mittelmeer zwischen Türkei und Libyen beschränkt, dort wo im Moment jedenfalls keine Schlepperrouten verlaufen. Und das zweite Zugeständnis ist, dass sich die Boote sofort wieder zurückziehen würden, in dem Fall, dass Schlepperboote dort auftauchen und die EU-Mission gezwungen wäre, Flüchtlinge zu retten. Es geht um eine militärische Operation und nicht um eine humanitäre Operation.